Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie wieder mal in Bobs Analystenstube. Heute schauen wir uns mal das Währungspaar britisches Pfund in US-Dollar an. Und da geht es darum, dass ab morgen die saisonale Tendenz nach unten gerichtet ist. Sehen Sie hier unten. Das ist jetzt mal der Juni-Kontrakt. Und da ist natürlich die Frage, ist das ein Kandidat, der in die richtige Richtung dann laufen soll, nämlich abwärts. Wir haben eine 75-prozentige Erfolgsquote in den letzten 20 Jahren mit einem Durchschnittsgewinn von 119 Pips. Haltedauer 6. Mai bis 6. Juni. Die Frage ist, lohnt sich das überhaupt für diesen niedrigen Gewinn von 119 Pips? Deshalb machen wir hier mal diese Auswertung. Und da werden wir wieder mal einige Programme konsultieren, die das Ganze näher untersuchen helfen. So, hier oben sehen wir einen bärischen Aufwärtskeil. Da wäre eigentlich dieses Währungspaar in Short erst unter 167,81. Problem ist, momentan steht es bei 168,64. Bis dahin sind schon 120 Pips fast. Demzufolge müsste man hier oben eigentlich morgen short gehen. Was spricht aber dagegen? So, da zeige ich Ihnen wieder mal verschiedene Programme. Als erstes haben wir hier das Programm Forex Bull. Da ist eingestellt, Haltedauer ebenfalls bis exakt zum 6. Juni. Und dann kann dieses Programm analysiert die bisherigen Kursdaten und erstellt dann anhand einer Vektoranalysetechnik eine Prognose. Und da sehen Sie hier unten, dieses Programm sagt, es soll bis zum 6. Juni hochgehen bis auf 1,72 mit Schlusskurs bei 1,7162, Anstiegspotenzial 1,69%, hat eine Wahrscheinlichkeit von über 60% und wurde bis jetzt 10-mal so festgestellt. Das heißt, in den letzten 15 Jahren kam es 10-mal zu einer ähnlichen Situation wie aktuell und da folgte dann ein Anstieg von 1,69%. Das würde natürlich etwas gegen die Saisonalitäten sprechen. Hier sehen Sie die Saisonalitäten anhand Forex Bull, die sagen, es geht erst nach unten und dann wieder nach oben. Grundsätzlich tut sich da gar nichts. So. Jetzt sage ich Ihnen, wieso ich denke, dass wir hier nicht short gehen sollen. Ganz einfach, wir haben am kommenden Freitag Optionstermin und das britische Pfund steht ja hier bei über 1,6860 und Sie sehen hier, das höchste Call Open Interest ist bei 1,69. Das heißt, wenn diese Marke mit 10, 20 Ticks überschritten wird, dann müssen diese Optionen abgesichert werden und das würde eine Bewegung nach oben verstärken. Jetzt haben wir aber diesen Juni-Kontrakt hier und der sagt uns auch, bei 1,6921 befindet sich die obere grüne Widerstandslinie und wenn es da zum Ausbruch kommt, dann sehen wir hier ein Blow-off nach oben. Kommt oft vor. Muss aber nicht sein, nur wir wissen, wenn wir hier jetzt short gehen, haben wir eigentlich diese Ausbruchshändler und die Optionsdaten, wenn es weiter nach oben geht gegen uns, dann würde es sehr schnell bis auf 1,70, 1,71 gehen, trotz dieser hier negativen Saisonalitäten. Aber wir sind jetzt hier noch nicht am Ende, wir schauen uns mal den längerfristigen Chart an, denn hier habe ich mal nicht nur die Commitment of Traders Daten eingefügt, die ja auch massiv short sind, sondern auch meine Zyklen. Und das ist hier ein Zyklustief. Das bedeutet, das britische Pfund sollte, wenn diese Zyklen stimmen, so wie hier und auch hier in diesem Bereich, sollte es weiter nach oben gehen. Wieso? Ganz einfach. Erstens haben wir hier ein Zyklustief. Und zweitens ist dann, dass ein hohes Zyklustief bedeutet, der Markt ist in dieses Streubereich hier nicht gefallen. Das bedeutet, wir sehen auch in Zukunft höchstwahrscheinlich Stärke.
So, weiter geht's im Wochenchart. Im Wochenchart sehen wir, dass das britische Pfund an einer Widerstandszone schon vor längerem, vor 2-3 Monaten angekommen ist und ist jetzt an der oberen Begrenzung dieser Widerstandszone, die ich jetzt hier mal eingefügt habe. Man könnte die natürlich auch noch etwas höher setzen, aber ich habe mir gedacht, für mich ist relevant dieser Punkt hier und dieser Punkt. Wenn also noch einige Ticks hier nach oben abgearbeitet werden, dann geht es hier auch deutlich weiter und deutlich schneller. Dann haben wir hier nämlich einen Ausbruch und dann könnten wir hier diesen Abstand bis zu dieser Linie nach oben spiegeln und dann hätten wir hier sozusagen ein Ziel ungefähr bei 1,88. Das spricht natürlich nicht für eine negative Saisonalität. So, machen wir das mal wieder weg. Hier sehen Sie die Zielzone 1,3883, wenn es zum Ausbruch kommt. Aber ich habe mir gedacht, wir sind ja jetzt an sich schon fast am Ende. Ich zeige Ihnen mal meine Charts anhand MetaTrader. Wenn ich eine saisonale Ausarbeitung mache, dann lege ich mir hier Charts rein, Monats-, Wochen-, Tages-, 4 Stunden-, Stunden- und 15 Minuten Chart. Und da sehen Sie hier im Monatschart haben wir hier eine Widerstandszone erreicht und wenn es da drüber geht, geht es nochmal weiter bis zum 50% Retracement bis 1,74 und dann weiter bis zum 61% Retracement. Positiv ist, dass hier dieses 38% Retracement überschritten wurde. Das ist normal ein Widerstand. Hatten wir hier Widerstand, Widerstand, Widerstand. Ist jetzt überschritten. Wenn also noch ein kleiner Anstieg kommt, dann geht es hier weiter. So, im Wochenchart, das ist der Wochenchart. Da sehen Sie nochmal diese Widerstandslinie und auch einen Regressionskanal. Den könnten wir jetzt hier nochmal ein bisschen anpassen. Da muss man sagen, das britische Pfund ist ein Short, erst wenn es unter 1,6746 geht anhand dieses Wochencharts. Und jetzt schalten wir um auf den Tageschart. Das dürfte auch heute der letzte Chart für Sie sein und für mich auch. Weil hier möchte ich Ihnen nochmal was anderes zeigen. Ich habe hier nochmal andere Zyklen versucht zu finden, weil das ist ja jetzt der Forex-Kurs und in Track and Trade sehen Sie ja im Tageschart hier den adjustierten Future. Also hier sehen Sie jetzt die Zyklus-Tiefs und Zyklus-Hochs und ich habe das Ganze jetzt mal in MetaTrader gemacht, weil ich denke, das können Sie auch selbst daheim, wenn Sie MetaTrader zum Laufen haben. Und zwar mache ich da einfach mal diesen Chart hier etwas, staucht den etwas zusammen, damit Sie sehen, wie das geht. Dann nimmt man sich zwei Tiefpunkte und versucht dann in der Zukunft zu sehen, wie oft das geklappt hat. Sie gehen einfach in MetaTrader auf das Menü Einfügen und wählen hier unten Cycle Lines an. Und wenn Sie Cycle Lines anwählen, dann können Sie irgendwo zum Beispiel, machen wir das mal, können Sie hier jetzt einen Hochpunkt nehmen, Sie sehen es und können dann das Ganze hin und her schieben, bis Sie irgendwann mal was Relevantes entdecken. Ich habe das gemacht, habe natürlich dann die Tiefpunkte zuerst erstellt, habe dann die Hochpunkte sozusagen drüber gelegt, sozusagen hier drüber gelegt, damit die den gleichen Abstand haben und bin dann sozusagen zu markanten Hochpunkten gegangen, wie hier zum Beispiel. Und hier in diesem Bereich, Sie wissen ja, Zyklen kann man nicht immer auf den Tag genau bestimmen. Da ist immer ein Streubereich dabei, wie hier zum Beispiel. Manchmal sind sie auch falsch, was Sie hier sehen. Aber das ist dann ein ganz großes Signal, wenn es über das Hoch des Streubereichs geht. Das wäre zum Beispiel hier. Da kam dann gleichzeitig ein Zyklus tief. Wenn Sie sowas selbst erstellen wollen, legen Sie sich einen Chart an, ab. Naja, was haben wir hier? 2009, und da finden Sie genügend Punkte, die Sie da auswählen können und dann nehmen Sie den Chart und gehen wieder ganz normal nach vorne. Und da sehen wir hier, wir haben am Ausbruch nach oben einen Zyklushochpunkt gehabt. 2 Tage vorher kam es zum entsprechenden Zyklushoch. Und was Sie auch hier sehen,
Hier ist ungefähr der gleiche Zyklus zu finden, das gleiche Tief zu finden wie im Future Chart. Das bedeutet, wir haben auch hier ein hohes Zyklustief. Und da gehe ich davon aus, wenn hier jetzt der Ausbruch nach oben erfolgt, dann geht es hier richtig zur Sache. Wie gesagt, für mich wäre das britische Pfund saisonal erst ein Short, wenn es nochmal 100 Ticks nach unten geht. Aber das Problem ist, wir haben nur ein Ziel von 120 Ticks und das ist nicht viel, um so eine Position aufzubauen, die ja eigentlich von den Zyklen nicht unterstützt wird. So, meine Damen und Herren, das war's wieder mal aus Bobs Analystenstube. Zum Schluss nochmal ein Blick auf diesen Chart hier. Wird nicht von den Zyklen unterstützt, aber auch nicht von diesem Vektoranalyseprogramm, was uns sagt, es kommt möglicherweise zum Ausbruch nach oben und das Ziel liegt im Bereich von 1,72 für das britische Pfund. So, meine Damen und Herren, ich hoffe, ich habe Ihnen wieder einiges Neues gezeigt. Das ist so eine Art, wie ich Forex-Saisonalitäten analysiere, mit Hilfe verschiedener Programme, mit Hilfe der Futures, mit Hilfe von Zyklen und anderen Sachen. Und das zeigt wieder mal, ein Softwareprodukt ist normalerweise viel zu wenig. Man muss verschiedene Softwareprodukte haben. Leider kosten die alle Geld. So ist das mal im Leben. Es kostet alles Geld. Aber um sicher zu sein, dass man kein Geld verliert, ist das ganz einfach nötig. So, vielen Dank wieder mal in Bobs Analystenstube. Mein Name ist Thomas Bob und bis zum nächsten Mal. Tschüss.